Lebenfreudig ist euer Steinwallen. Wir waren zuletzt mit Geralt in Ochsenfurt unterwegs und haben dort große Pläne gemacht. Allerdings sind die alle über den Haufen geworfen worden, denn uns hat eine Nachricht von Triss erreicht, dass wir dringend zu ihr kommen sollen. Irgendwas ist passiert, sie braucht unsere Hilfe. Und da haben wir natürlich gesagt, gut, da zögern wir nicht. Wir reiten sofort zurück und laufen jetzt zu ihr. Und ich bin gespannt, was los ist. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Dieses Haus, war das schon immer so schief? Warte mal. Da. Nein, natürlich nicht. Es wurde gerade gebaut. Dann sind zwei Männer eingezogen. Sie wollten in die Vivaldi-Bank einbrechen. Angeblich haben sie vom Keller des Hauses einen Tunnel direkt zum Tresor gegraben. Aber sie waren keine guten Bergleute, haben den Tunnel nicht abgestützt. Als er einstürzte, hat sich das Haus geneigt. Okay, verrückt. Jetzt haben wir sogar noch erfahren, warum das Haus so ist, wie es ist. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Die Leute in dieser Stadt. Halt, das ist ja auch das falsche Haus. Völker, so schmutzig wie die Individuen selbst. Das hier ist es doch, meine Güte. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo Triss ist. Aber was ist, sind hier schon Hexenjäger vor der Tür? Lass mich in Ruhe. Und Schweine. Ja, bitte? So. Aber ich habe im Voraus gezahlt, für den ganzen Monat. Das stimmt, aber den alten Preis. Jetzt ist das Risiko größer und das treibt den Preis hoch. Okay. Aber es ist jetzt nicht nur, dass die Miete erhöht ist, ne? Das wäre jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich habe kein Geld mehr. Aber du hast was anderes, Liebchen. Her mit der Halskette und dann raus hier. Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Geralt, das musst du nicht tun. Ich will aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt! Sofort! Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Ja. Bist du wütend? Sie hat doch geschrieben. Wütend? Nein. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Ja, warte mal. Wir hätten doch für sie bezahlen können. Wir haben genug Geld. Ist doch kein Problem. Die sind ein Risiko eingegangen. Ja, zu gepfefferten Preisen. Stimmt. Allerdings hätten sie auch das Geld nehmen und mich dann verraten können. Ist für Novigrader Verhältnisse schon verdammt anständig, das nicht zu tun. Bitte nimm sie nicht auch noch in Schutz. Geralt, wir können über Moral oder andere Themen diskutieren, aber nicht jetzt. Du hast gesehen, was in der Stadt vorgeht. Okay, also, warte mal. Das Problem ist jetzt nicht die Mietzahlung, sondern die Situation in der Stadt. Hätte mich jetzt auch ein bisschen verwundert. Das ist sogar der ideale Zeitpunkt für eine Moraldebatte. Fangen wir damit an, der Selbstaufopferung Grenzen zu setzen. Höchste Zeit, dass du deine Magierkollegen vergisst und dich selbst rettest. Würdest du Vesemir im Stich lassen? Eskel? Lambert? Sie zurücklassen, um deine eigene Haut zu retten? Ich verstehe, dass du dir Sorgen um mich machst. Aber ich kann nicht einfach zusammenpacken und sie alle verlassen. Ich weiß, was die erwartet, die den Jägern in die Hände fallen. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du? So schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine. Aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg freizumachen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen.
Was mache ich nur, Geralt? Na los, wir sollten es versuchen. Wir sollten Anis und Berthold helfen, sie so abzuschreiben. Das wäre grausam. Gut, aber dann müssen wir jetzt los. Die Zeit läuft. Zeig den Weg. Okay. Wir waren ja schon öfter jetzt mal in der Kanalisation. Bin mal gespannt, ob wir da rauskommen, da unter der Brücke beim Tempelbezirk oder noch woanders. Das ist sie! Schnapp die Hose! Schlechte Idee. Okay, Hexenjäger. Oh shit, direkt reingelaufen, ziemlich doof. Aber er brennt durch. Oh, weh. Ah, ist Tristas. Krass. Aber es sind noch mehr da, ne? Ja. Macht selber gut. Einer ist dann noch, glaube ich. Nee, das wirst du jetzt nicht laden. Ergib dich! Geralt, hier drüben. Wo ist das Versteck? Nicht weit weg, in den Scherben. Still, Geralt. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Na, ich versuche es. Nicht ganz so einfach. Hier geht's ja rund. Eine Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Ja, was mache ich da? Das ist jetzt hier nicht so meine Spezialität. Hustet erstmal mega laut. In so herrlicher Natur. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Mann, dreht sich mir die Birne. Das sind sie, wie ich gesagt habe. Verdammter Zauberer und seine Hure. Sie beschäftigt sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Schnappt sie! Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Genau, das höre ich mehrmals am Tag. Was, Marigold und der Hexer. Hatte zwei Scheiterhaufen geplant. Jetzt sind es vier. Jetzt kriegt ihr euren Scheiterhaufen. Alles in Ordnung? Könnt ihr gehen? Ja. Von hier gehe ich nicht weg. Ich bin doch nicht verrückt. Berthold. Hast du gesehen, was da draußen passiert? Sie erwischen uns, bevor wir am Hafen sind. Sie erwischen uns und töten uns. Nutzen wir Axi. Ich kann nicht versprechen, dass ihr in Sicherheit seid, wenn ihr mitkommt. Aber wenn ihr bleibt, sterbt ihr auf jeden Fall. Er hat recht. Wir verstecken uns irgendwo und warten ab. Liebster, ich bitte dich. Sei still. Ich habe dir schon letzten Winter gesagt, dass wir gehen sollen. Aber nein, du wolltest es nicht. Jetzt haben wir den Salat. Na los. Wir gehen. Sofort. Gehen. Danke. Wir müssen zu den anderen. Schnell. Okay. Jetzt oder nie. Dann marschiert. So, ich hoffe, ihr kommt hinterher. So, seid ihr dabei? Hä? Ach, da sind sie. Okay, alles klar. Stopp. Hörst du? Nee. Da! Noch zwei! Schnappt sie! Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein. Hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. Die Grenzen zuerst übertreten. So war es nicht. Wann hast du dir zuletzt die Haare? Ich glaube, ich habe mich bepisst. Sind die anderen noch da? Ja. Okay, alles klar. Es gibt sogar noch Leute von Hurensohn hier.
Der Wind heult. Okay, Geralt. Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oder wir kommen zu spät. Verdammt, sie sind schon hier. Oha. Das ewige Feuer wird Ascher aus dir machen. Er wirbelt. Er wirbelt. Na komm schon. Er wirbelt. Er ist mein Fernkämpfer hier. Ja, brenn. Ich verschone dich nicht. Hat's jetzt ein paar erwischt? Oh, verdammt. Wir sind zu spät. Zu spät? Wir haben immerhin zwei gerettet. Ja, und einen verloren. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die Falltür finden und die anderen schnappen konnten. Hier geht's nicht um Zahlen, Geralt. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit. Hier lang, Geralt. Sehr schön. Da sind die anderen. Triss, was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz und so. Ja, ich weiß. Du hast kein Herz. Weder ein mitleidiges noch sonst irgendeins. Mich erstaunt dein anatomisches Wissen über meinen Körper. Aber Spaß beiseite. Ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet. Bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Wirst sehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja, auf die Hilfe eines redanischen Spions. Radovids rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen, ihn das Töten gelehrt. Du? Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Ich schwöre, ich werde die Magie sein lassen, wenn ich hier lebendig rauskomme. So, mal sehen, ob Dijkstra... Das willst du nicht. Gerade wir und der Kult sind dagegen. Sie wollen die Magie auslöschen und uns dazu. Ja,
mal sehen, ob Dix da wirklich zu trauen ist. Okay, gehen wir los. Viel Glück. Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken, ehrlich. Doch. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Bald ist alles vorbei. Bald. Oh yeah. Was haben wir denn da? Du bist tot und verloren. Boah, nix. Ja, was ist das denn? Das Silber. Oh. Fuck, der muss ja eigentlich mal weg. Die kennen wir noch gar nicht so richtig, ne? Mornixer. Oh, hier kommt man irgendwie durch, so wie es aussieht. Den Teil... Ah, da sind noch mehr von denen. Ja. Rennen wir jetzt mal noch ein bisschen. Ah, oh, der ist schon tot. Sehr gut. Was mit dem? Jetzt ist er tot. Okay, also, warte mal. Hier sieht es ja irgendwie so aus, als ob es weitergeht. Wir gucken uns das mal an. Aber was ist hier? Kann das ein Weg sein? Nein, hier ist nur eine Truhe, die noch von Interesse ist. Aber sonst nichts Besonderes. Okay. So, jetzt geht's rechts oder links lang. Bleiben wir mal rechts. Da können wir auch noch eine Wand aufmachen. Hier ist nichts. Doch, hier ist noch was. Mal, was hier ist. Was ist hier alles? Eine Bibliothek? Eine Bibliothek? Sieh mal. Gedichte von Gonzalo de Versio. Jakob von Varazzes Chroniken. Unglaublich. Alles seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Novigrad. Schon vergessen? Nein. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Komm, wir müssen uns beeilen. Ja. Wir holen uns aber trotzdem Kram. So, auch wenn wir... Ich gucke jetzt nicht, ob wir irgendwas schon gelesen haben. Einiges davon haben wir schon. Interessant ist es alles allemal. Wir nehmen erstmal alles mit. Das gibt wieder viel Lesestoff. Triss, Augenblick Geduld. So, kommen wir hier weiter? Nee. Aber hier ist auch noch was. Ah, hier kommen wir weiter. Das war Quatsch. Triss, ich habe einen Ausgang gefunden. Jawohl. Und weitere Mornixer? Jetzt nehmen wir mal die Fackel weg. Schluss jetzt! Schluss jetzt! Was machen die da hin? Die können auch rennen. So, die haben wir. Mehr. Wir gehen weiter runter. Ist das jetzt ein Ausgang? Silberstein. Stopp. Hörst du das? Was ist das? Ratten. Meine Spezialität, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Hängt davon ab, wie viele es sind. Ganz schön viele.
Okay. Im Moment sehe ich noch gar keine. Und jetzt? Was machen wir da? Feuer. Ja, Spezialität ist lustig. Was jetzt? Ist sie unten? Triss, wo bist du? Sie ist schon unten. Oh nein! Wunderbar. Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wirft denn die ganzen Leichen hier runter? Wir sind direkt unter dem Marktplatz. Dort wohnt auch Carlo Hacker Varese. Das ist bestimmt kein Zufall. So geht das nicht. Seine Schuldner neigen dazu, spurlos zu verschwinden. Ich hänge mir deinen alles Kopf an den Sattel. Nur ein paar Bisse an Füßen und Waden. Nichts Schlimmes. Wir müssen deine Wunden säubern. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Hafen finden. Ich habe das jetzt nicht ganz mitbekommen. Was hat sie gesagt? Warum sind hier die ganzen Leichen? Irgendwas werfen. Ja, sie werfen sie runter. Aber was sind das für Leichen? Krass. So, Triss, wo bist du jetzt schon wieder hin? Ist sie jetzt weitergelaufen? Ohne mich? Triss, wo bist du? Da oben? Ja, tatsächlich. Okay. Ich sehe nicht mehr ganz durch, wo wir sind, wo wir hinwollen, wo wir schon waren. Sind wir da schon gewesen? Ach du Schreck. Ich habe leicht die Orientierung verloren. Okay, hier waren wir offensichtlich noch nicht. Du bist tot und verloren. Kann es sein, dass ich gegen die Ratten das falsche Schwert hatte? Ich glaube, es war so. So, gute Position. So, der hat geschlappt. Na sowas. So, wir sammeln alles ein, aber wir sind immer noch nicht richtig, habe ich das Gefühl. Das Ganze ist hier auch schon wieder eine Sackgasse. Okay, pass auf. Wir gehen... Nehmen wir nochmal alles mit. Hier ist aber auch viel Kram. Und... Finde einen Weg. Warte mal. Und komischerweise... Ich bin mir nicht sicher, was jetzt dieses... der gelbe Kreis zu sagen hat. Das heißt, in diesem Bereich kommen wir irgendwie raus. Hier habe ich was über... Oh, hier waren wir noch nicht. Schaut mal, da sieht es doch so aus, als ob wir rauskommen. Ist das eine Leiter? Nee, das ist ein Gitter. Naja, wir plündern erstmal hier. Viel Kram. Das ist ja unglaublich. So, was haben wir hier? Können wir die untersuchen? Ja, können wir. Die Leiche ist blass, vertrocknet. Ja, was sagt uns das? Danke für die Information. Also ich suche jetzt mal nur in diesem gelben Bereich. Ansonsten muss ich jetzt hier mal anfangen, irgendwie Karte zu zeichnen oder so. Hier unten waren wir scheinbar noch nicht, ne? Doch, da sind wir gekommen. Genau, da war das mit den Ratten und Triss ist irgendwie hier hochgelaufen. Und ich war irgendwie komplett verwirrt, warum sie das getan hat. Aber hier ist abgeschlossen. Das heißt, scheinbar soll es da weitergehen. Also müssen wir da oben... Habe ich wohl irgendwas übersehen. Aber mir ging das hier alles ein bisschen zu schnell. Mit den Ratten. Wir sind von dort gekommen. Nee, das muss da oben weitergehen. Alles klar. Was ist hier noch? Kann ja jetzt nicht so kompliziert sein.
Also, wir sind hier in dem oberen Bereich. So. Wir machen mal ein bisschen mehr Hexersinne. Blut, können wir das untersuchen? Nee. Da ist ein Viech. Aber da kommen wir nicht hin. Von hier aus zumindest nicht. Habe ich wieder seine Ziegelwand übersehen? So, hier waren wir eben. Und da hatte ich doch gesagt, hier kommt man doch vielleicht hoch. Ja, aber kommen wir halt nicht raus, ne? Ist hier eine offene Wand. Triss steht da. Ah, hä? Warte, hier unten waren wir noch nicht? Okay. Ach, das ist die andere Seite jetzt vom Rattenraum. Ich verstehe. Wunden am Hals und an den Schultern. Ja, ich glaube, das soll uns darauf vorbereiten, dass hier noch irgendwas Dölleres auf uns wartet. Irgendwas, was hier nicht so einfach zu besiegen ist. Na gut, wir haben ja Gott sei Dank Triss an unserer Seite. Hier auch noch. Nee. Okay. So, hier geht's erstmal nicht weiter. Doch, da. Da geht's weiter. Finden wir hier noch Sachen? Natürlich finden wir hier Sachen. Hier ist doch noch mehr. Oh, an der Wand. Klauenspuren, lang und scharf. Ja, was sagt ihr das? Ich bin am Überlegen, ob wir ein Öl auftragen. Bestienöl, vielleicht. Ich denke, wir werden irgendwie überrascht werden. Insofern werden wir da keine große Zeit haben, um hier noch Öle aufzutragen. Wir machen mal... Ja, es kann natürlich auch Nekrophag sein. Alles ist möglich. Verfluchtenöl, erhängten Dragoniden-Geisteröl, Bestienöl. Ah, wir bringen es, wir tragen es mal auf. Vielleicht haben wir noch Zeit, irgendwas zu wechseln. So, Gott, es ist wirklich nicht mehr durchschaubar, was hier los ist. Die Laterne brennt noch. Muss erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Ein niederer Vampir bleibt dicht bei mir. Oh, alles klar. Dann haben wir den entscheidenden Hinweis. Danke, Geralt. Das gibt uns die Möglichkeit, dann doch hier nochmal unser verbessertes Vampiröl aufzutragen. Und wir gucken nochmal sicherheitshalber, was wir wissen über Vampire. Laufen die unter Geister? Ich glaube nicht, ne? Unter Vampire laufen die. Na, wer hätte es das? Okay, Ekimmen, Teufelsbovist, Vampiröl, Igni. Ja. Keine Ahnung, ob der Teufelsbovist da auch funktioniert, aber wir können es mal probieren. Haben wir den überhaupt? Ja. Okay, Giftwolke. Schauen wir mal. Gut. Wo weiter? Hier endet das Ganze. Filmen wir noch ein paar Säckchen. Gut, also wir wissen, womit wir es zu tun haben. Das ist schon mal gut. Ich lege jetzt mal die Fackel weg, um jetzt nicht abgelenkt zu werden. Und dann gucken wir. Ja, da hinten. Sieht so ein bisschen so aus. Oben ist da noch was Spannendes. Ne, hier sind noch ein paar Fässchen noch. Okay, weiter geht's. Ja. Ein Katakan. Ein was? Ein Vampir. Nimm dich von deinem Gift in Acht. Schluss jetzt. Toll. Schluss jetzt, genau. So, kann ich die Bombe... Nein, ich hab schon wieder die verdammte Fackel. Die Bombe hatte ich nie ausgerüstet. Na, großartig.
So, du machst das gut. Wir werfen jetzt mal die Bombe. Bringt das was? Ja, vielleicht. Irgendwie wollte ich tun. Waldkotz ist auch ganz gut. Ja, ja, ist gut. Katakan. Shit, 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 shit. Du bist tot und verloren. So sieht's aus. Der hat irgendwie so eine Geistergestalt, ne? Ah, das bringt alles nicht. Jetzt mal Igni so rein. Ja, okay, wenn er brennt, kann ich ihn vielleicht nicht verwandeln, bin ich ganz sicher. Ich komme kaum zum Schlagen. Aber Triss macht das gut. Schluss jetzt! Ist in der Kanalisation immer so viel los? Mhm, zum Glück. Zum Glück? Garantiert ein sicheres Einkommen. Los, gehen wir. Okay, wow. Das dürfte jetzt dann hoffentlich sicher hier sein. Mundsaut, Nigredo, Kiberit, Vampirspeichen, Vampirzahn, zwei kleine blaue Mutagene. Da ist einiges übergeblieben. Okay, und viele, viele Schemata, die wir hier halten. So. Es sieht so aus, als würden wir hier rauskommen. Die Frage ist, wie finden die anderen den Weg, ne? Also ich habe jetzt komplett die Orientierung verloren. Löwen! Hörst du? Wir haben's geschafft! Komm! Wir müssen das Schiff klar machen, bevor die Jäger kapieren, was los ist. Ja, was heißt das, klar machen? Okay. Endlich. Ich dachte schon, wir müssten für immer da unten bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das Schiff? Der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die... Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geratet. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Kann ich helfen? Soll ich Violine spielen oder Blumen oder Bonbons besorgen? Was zum Teufel soll das bedeuten? Was? Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger! Da kommen Jäger! Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! Okay. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Jawohl. Dijkstra kämpft mit einer Riesenaxt. Sehe ich aus wie eine verdammte Hexe? Nein, ist noch einer. Jetzt geht's rund! Reißt euch zusammen, macht das selbst. Jungs! Kacke! Kacke, ja. Dijkstra, ich weiß nicht, wie ich... Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Oh Mann, Leute. Scheiße. Warte mal, was heißt jetzt bleib bei mir? Heißt das jetzt mehr, als sie soll einfach nur bleiben? Na komm, sie soll... Sie kann doch hier bleiben. Aber eigentlich lieben wir Yennefer. Na, ich bin hin und her gerissen. Ich behalte dich in Erinnerung. Immer mit einem Lächeln. Frau Marigold,
Ich komme. Pass auf dich auf. Und gib Ciri einen Kuss von mir, wenn du sie gefunden hast. Du bist ein Arsch. Was? Ein Arsch, ein Ochse, ein Dummkopf. Du hast nicht mal versucht, sie aufzuhalten. Ich hatte meine Gründe. Aber natürlich. Du bist ein Arsch, ein Ochse, ein Dummkopf. Aber selbst ein Arsch kann der Welt einen Gefallen tun, wenn ihm ein Klügerer sagt, wie es geht. Dijkstra, was heckst du diesmal wieder aus? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30, ein paar mehr oder weniger. Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000? 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein, ich mach mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns. Wir waren da. Aber wer rettet die von Rinde? Van Arp, Arkarey, Guleta. Du weißt, dass dieser Bastard Raduvit erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Raduvit umzubringen. Was? Du machst dir um die Magier der Welt so große Sorgen. Das soll ich dir glauben? Ja, aber nicht, weil ich Mitleid habe oder es mir das Herz bricht. Das ist richtig. Für mich weist die systematische Verfolgung auf ein viel größeres Problem hin. Ein Verrückter herrscht über Redanien. Ich habe Visimir gedient, Raduvits Vater. Ich war über 2 Jahrzehnte lang der Kopf seines Geheimdienstes. Zusammen haben wir Redanien verändert. Es zum mächtigsten Königreich des Nordens gemacht. Weißt du, warum es so mächtig war? Wegen seiner Armeen, denke ich. Und du hättest verloren, du Idiot. Massenmobilisierung, aufgestachelte Bauern mit ihren Sicheln als Waffen. Was soll das für eine Herausforderung sein? Es ist viel schwieriger, einen starken Staat mit gesundem Handel, Handwerk, soliden Bündnissen, fortschrittlicher Wissenschaft und unabhängige Gerichte aufzubauen, die gerechte Urteile sprechen. Visimir und mir ist es gelungen. Durch Jahre harter Arbeit. Ich möchte nicht tatenlos zusehen, wie dieser kleine Scheißkerl alles zerstört. Raduvit der Strenge, dass ich nicht lache. Ja, Raduvit der Gedankenlose. Hilfst du mir, Geralt? Wow, diese Seite hätte ich ja bei Dijkstra nicht vermutet. Der hat ja richtig einen moralischen Kompass, eine Vorstellung, wie ein Staat organisiert sein sollte. Ich töte keine Könige. Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Ich weiß. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral, deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen, verstehe. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckarauftrag. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten.
Ich denk drüber nach. Mach's gut, Geralt. Wow. Das war jetzt schon ganz schön beeindruckend in mehrerlei Hinsicht. Einmal natürlich Dijkstra und sein Plan, der tatsächlich, ja, ich habe ihm das irgendwie sogar richtig abgenommen, was er gesagt hat. Puh, und dann natürlich dieser Abschied von Triss. Aber jetzt ihr zu sagen, bleib bei mir und dann später doch zu Yennefer zu gehen, denn ich glaube, daran denkt Geralt durchaus, ist auch irgendwie schändlich. Das wäre auch eine miese Nummer. Lieber jetzt ehrlich bleiben, hat er sich gedacht. Ein schwerer Abend. Gut. Ich sag erstmal auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Steinwald.